Hallo, mein Name ist Jule und ich bin leidenschaftliche Knochenforscherin. Nein, nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Ich arbeite in einem Labor, wo wir mit Hilfe von Mäusen den Knochen erforschen. Bevor ich euch erkläre, was ich überhaupt im Labor mache, möchte ich euch zunächst die Funktion des Knochens erklären. Unser Knochen ist ein Multitalent. Er ist unter anderem für die Stabilität unseres Körpers wichtig, schützt unsere lebenswichtigen Organe, ist ein wichtiger Speicher für Minerale und in ihm findet die Blutbildung statt. Eine der häufigsten Knochenerkrankungen ist die sogenannte Osteoporose. Osteoporose wird gemeinhin auch als Knochenschwund bezeichnet. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung der Knochen, bei der das Verhältnis von Knochenaufbau und Knochenabbau gestört ist. 2010 gab es allein in Europa 27,5 Millionen Menschen mit Osteoporose. Die Behandlungskosten betrugen 37,5 Milliarden und es gab 3,5 Millionen neue Frakturen. Die mit Abstand häufigste Form des Knochenschwundes ist die sogenannte postmenopausale Osteoporose, die nach den Wechseljahren auftritt. Dies liegt vor allem an einer verminderten Bildung von Östrogen, einem körpereigenen Botenstoff, welcher unter anderem die Knochen schützt. Dadurch verlieren Frauen in den 10 Jahren nach den Wechseljahren mehr Knochenmasse als Männer, was das Frakturenrisiko erhöht. Um die genauen Mechanismen zu verstehen, welche zur postmenopausalen Osteoporose führen, müssen wir uns den Knochen zunächst etwas genauer anschauen. Wusstest du zum Beispiel, dass sich deine Knochen in einem ständigen Auf-, Ab- und Umbauprozess befinden? Jeder Mensch hat alle 10 Jahre ein neues Skelett. Der menschliche Knochen ist deshalb so dynamisch, weil sich das Skelett ständig neuen Bedingungen anpassen muss. Zwei Arten von Zellen spielen im Knochenstoffwechsel eine wichtige Rolle. Osteoplasten sind Zellen, die den Knochen aufbauen. Damit der Knochen nicht unentwegt weiter wächst, gibt es Zellen, die den Abbau der Knochensubstanz bewirken. Dabei handelt es sich um Osteoklasten. Osteoplasten haben im Knochenstoffwechsel eine Schrittmacherfunktion. Sie produzieren Substanzen, mit denen sie die Aktivität der Osteoklasten steigern oder bremsen können. Einer dieser Schlüsselsubstanzen heißt Rankligand oder auch Rankel. Ein Molekül, das in das Rankschloss auf der Oberfläche der Osteoklasten passt. Durch die Ausschüttung von Rankel treiben die Zellen einander zur Arbeit an. Damit diese ganzen Knochenprozesse nicht aus dem Gleichgewicht geraten, produziert der Osteoplast zudem ein weiteres Signalmolekül, das sogenannte Osteoprotekerin, kurz OPG genannt. OPG kann Rankel abfangen und seine Funktion damit stoppen. Für die Entdeckung dieser Moleküle spielen Transgene, also genetisch veränderte Mäuse, eine entscheidende Rolle. Während der Verlust von Rank und Rankel zu einer erhöhten Knochenmasse führt, kommt es beim Verlust von OPG zu einer verringerten Knochenmasse. Diese Versuche an transgenen Mäusen führten zur Entwicklung von Denosumab, einen spezifischen Antikörper, welcher durch die Bindung von Rankel die Aktivität der Osteoklasten hemmt und somit den Knochenverlust und die Entstehung neuer Frakturen verhindert. Seit 2010 ist Denosumab als Medikament zur Behandlung der Osteoporose zugelassen. Was ich im Labor mache? Neben sehr viel Zellkulturversuchen arbeite ich ebenfalls mit Mäusen. Eine der weit verbreitetsten Tiermodelle für die postmenopausale Osteoporose ist die Ovarektomie. Dies bedeutet, dass den Mäusen die Eierstöcke entfernt werden oder durch das Östrogenlevel verringert wird. Dies führt wiederum zu einem ähnlichen Knochenverlust wie bei postmenopausalen Frauen. Ein weiterer wichtiger Signalweg für den Knochen ist der sogenannte Wind Signaling Pathway, welcher bei der Entstehung von unterschiedlichen Knochenerkrankungen eine wichtige Rolle spielt. Mit Hilfe von transgenen Mäusen versuchen wir, diesen besser zu verstehen, um zukünftig verschiedene Knochenerkrankungen wie Krebs, Osteoporose oder Arthritis heilen zu können. Daher einen großen Applaus für unseren Helden des Tages.